Finale nach 30 Minuten gegen das Finale. Vor der Pflasterkurve, Achtung vor der Pflasterkurve. Auf Platz 2 der Bura, dann Berghard, auf 4 der Nikolai Ortwall. 5 weitere Reise, 6 Max Theo Zutrick, 7 Sebastian Gerstenbreit, 8 der Thomas Schwung und der Elias Eichmann.
Ja. Keine Ahnung, wie schlimm, ne? Da ist der Fahrrad, heute der Tag. Kanzkopf. 23, 30, die verbleibende Zeit. Oh, das erste Mal der Betrachter in der Box. Dann mal der Buhat rum. Danke, Jemme! Oh, das Modell kommt da, wenn es ausgeschieden aus den Tanken. Da, Pippi-Kaden, der ist kaputt. Trikotschere, Tür. Nico, der Führende, kommt in die Box. Da kommt Berkan. Beziehungsweise Burak war das. Jetzt in Führung. Kurz Nico. Nach dem Tankstopp die Führung übernommen. Tico kommt dahinter. So, wo der Jet über den Hochkommer ist, der erste, der Führer, danach der Tico auf Platz 2. Burak die 14, Tico die 34. Der kam. Runden, wenn er zu fahren. Junger Kille führt mit 18 Runden.
gefolgt von Chico 18, Nikolai Ortwald 18, Matthäus 18, Markus Reise 18. Also alle in einer Runde mit 18 Runden. Daniel Gemacht und Gertenberg, jetzt auch 18. Aus Wien der Berghahn. 8 der Thomas Krumm und leider einer ausgeschieden, Elias Reise, unser jüngster Teilnehmer. Er hat ein Elektronikproblem gehabt, der Schalter hat sich verabschiedet. Auf der Hochkurve, Vorsicht auf der Hochkurve. Noch 17 Minuten, 25 Sekunden Fahrzeit. Der Buak auf 1 mit 22, Chico 4 Sekunden dahinter mit 22, 12 Sekunden dahinter, der Nico Ortwald. Matthäus mit 22 Runden. Markus Reiter auf 5, Sebastian Gertenberg auf 6, der Buak auf 7, Thomas Groß auf 8. Geht jetzt auf die Hochkurve zu, das ist der Buhak, das ist der Berghahn. Der Chico kommt jetzt hinterher, jetzt ist er auf der Hochkurve. Das waren die ersten und zweiten, also ungefähr 30 Meter Abstand. In Zeit sind wir 5,53 Sekunden. Der Berghahn, der jetzt die Hochkurve nimmt, und der Matthäus, der Berghahn, der Buhak, Entschuldigung, setzt zur Überrundung an. Wo macht sich fertig?
Panagramm-Spielplatz 3 und 4. Der Nico und der Matthäus. Matthäus ist am Hintermann, Matthäus ist am Hintermann. Oh. Oh, und hinter dann erst der Buchert. Der Nico runter von Hofo, Matthäus hinterher. Der Buhr kann jetzt auch durch die Bademeisterkurve. So, schauen wir mal, wo der Schweizer-Titel, der Chico. Chico fährt jetzt über den Doppel- oder den Vierer. Raus auf die Hochkurve. Super rumgekommen. Und mit einer super Zeit, 31,47. Ja. 13 Minuten noch zu fahren, es führt Burak. Gefolgt von Chico, Nico, Matthäus, Markus Reise, Sebastian, Berkan und Thomas. Die letzten 45 Sekunden, Platz 2 und 3. Der Matthäus ist
Die letzten 10 Sekunden. Bitte bereit zu. Dort in Auto, bei uns in Auto. So, bitte schön. Wir führen mit der Festung. Ja. Super. Schön abgelegt.